Morgens 9.30 Uhr auf dem Stoppelmarktgelände. Der Kaffee ist gekocht, die Brötchen stehen bereit. Mit einem politischen Frühstück startete heute der Stoppelmarkt Montag. SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ließ sich heute von Bürgermeister Helmut Gehls über den Platz führen. Mit dabei Bundestagsabgeordnete Silvia Breher. Hierbei zeigte sich Nahles beeindruckt von der professionellen Umsetzung des Festes. Erstmal eine herzliche Einladung, der ich gern gefolgt bin. Zweitens beeindruckend die Größe, der Ort hier, die Tradition. Und drittens will ich natürlich heute auch einfach ein bisschen mitnehmen an Eindrücken. Ich freue mich schon auf die Begegnung und hoffe, dass ich auch eine gute Rede halte und dir. Ein kurzer Plausch mit den Stoppelmarktsbesuchern gehörte ebenso zum Programm wie der Besuch auf dem traditionellen Viehmarkt. Ein Programmpunkt, auf den sich Nahles heute besonders freute. Als alte Pferdebesitzerin interessiert mich das natürlich am meisten. Nächste Station, Brötchen schmieren im alkoholfreien Zelt. Knapp 300 Helfer engagieren sich hier jedes Jahr ehrenamtlich. Der Erlös kommt hierbei sozialen und karitativen Einrichtungen in der Region zugute. Abschließend durfte eine Fahrt mit dem Riesenrad natürlich nicht fehlen, nachdem es dann zum Empfang in die Niedersachsenhalle ging. Ein Höhepunkt der Veranstaltung, die feierliche Übergabe eines Schecks an Ordensschwester Regina Kuhlmann. Die 86-jährige Ehrenbürgerin setzt sich seit nunmehr über 60 Jahren für Waisenkinder in Namibia ein. Für ihr Engagement überreichte Gehls ihr einen symbolischen Scheck im Wert von über 6.000 Euro.